So, weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel. Und das ist der nächste Gegner, VfL Bochum. Das ist der Tabellenfünfte. Da wollen wir natürlich gucken, dass wir die auch ein bisschen auf Distanz gehalten bekommen. Aber wie gesagt, mit dem Sieg der Bochumer sind die nämlich bis auf 2 Punkte an uns dran. Die haben jetzt 11, wir haben jetzt 16. Schön, dass Sie alle da sind. So, kurz in die Pressekonferenz. Mit dem Sieg hätten sie 14 und wir würden bei 16 bleiben, aber würden dann natürlich den Abstand nach oben wieder ein bisschen abreißen lassen. So. Genau, konzentrieren uns auf uns selber und nicht auf irgendwelche Moralen. Ja, bin dabei. So, wie motivieren Sie das Team? Wichtiges Spiel. Für heute haben wir es. Danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. So. Gut, dann geht's weiter halt jetzt mit dem nächsten Ligaspiel. Los geht's. Und dann gehen wir rein ins Spiel Nummer 7, müsste das jetzt sein. Es ist ein mit Spannung erwartetes Spiel, über das seit Tagen schon diskutiert wird. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Ja. So, hallo, auf geht's. Und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. VfL Bochum gegen Schalke 04. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Sie werden hier heute selbstbewusst auftreten in dieser Auswärtspartie. Schließlich sind sie das treffsicherste Team der Liga. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. So, das sind die Aufstellung der Bochumer. Und jetzt geht es gleich auch mit unserem Spiel los. Oder mit unserer Aufstellung kurz rein. Ja, der was euch gut. Bochum wählt heute diese Aufstellung. Das ist die Aufstellung der Bochumer, genau. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen. Und zwar aus dem Mittelfeld. Hier aber ganz nichts verändert. So, Aufstellung steht, passt. Das war der Anstoß. Ein Bochumer, Ex-Bochumer in der Startelf mit Terodde und zwei auf der Bank mit Bela Kotschap und Kambuda. Ja.
passt auf jeden Fall. Guter Vorstoß, kann was werden. So, wir müssen natürlich gewinnen unser Spiel, damit wir wieder ein bisschen an Sevilla... Sevilla. Falscher Wettbewerb. Nein, an Union dranbleiben natürlich. Da ist der Ball weg. Und dann kommen die Bochumer. Die wollen natürlich ein bisschen ärgern. Letztes Spiel hat es Hannover versucht. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Ja, kriegen wir es hin. Terrode. Scheiße. Gut gemacht, da haben sie gut aufgepasst, weil ich wollte ihn eigentlich da rausspielen. Da war einer meiner Außenbahnspieler, Krüger, glaube ich, war es, der Zoller. Da frei durch war. Dragovic. Will jetzt rausgehen. Sie sind geduldig. Suarez. Und die erste Riesenchance für die Gäste, für die Gastgeber, für den VfL Bochum. Ich glaube, da wird der Trainer unzufrieden sein. Die natürlich auch gewinnen wollen, weil, ich habe es ja kurz vorgerechnet, sie haben momentan 11 Punkte, wir haben momentan 16, im Sieg wären sie auf 2 Punkte dran. Jetzt könnt ihr die Flanke in den Strafraum bringen. Und Eckstoß. Ecke. Es gibt keinen, warum auch immer der den jetzt auslaufen lassen hat. Schau den Reißer. Da reagiert er gut nach diesem Eckball. Und die 25 hat den, also der Keeper Treves. Vom VfL Bochum hat den mal. Schönes Zuspiel. Und dann kommt Dani Blume. Keine Chance, Mustafi da irgendwie hinterher zu kommen. Aber der Keeper, unser Keeper. Frederik Röno, der verhindert hier. Den Bochumer Führungstreffer. Und plötzlich sind die Bochumer, die sehen das natürlich. Wir haben das Europa League Spiel in den Knochen. Vor 3 Tagen. Und die Bochumer wissen das natürlich, dass wir den Müden nicht ganz fit sein können. Am Ende fast harmlos. Ne? Ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Kein Abseits übrigens. Krüger, der jetzt aber ein bisschen viel Platz hat plötzlich. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Macht er gut hier, klasse aufgepasst. Ah, wieder nicht. Der Ball ist gleich wieder weg, könnte also erneut gefährlich werden. Ja, aber gut aufgepasst da. Sie verlieren den Ball. Bitte beachten Sie unsere Regelungen zur Mitnahme von Speisen und Getränken an den Platz. Vielen Dank. Oh ja, super, den Einwurf bearbeitet. Aus diesem Einwurf können Sie sich vielleicht ein bisschen. Ja, irgendwie wollen die. Wissen wir, was die Bochumer. Jetzt der Vorstoß. Chance zur Führung. Boah, Tor! 0-1. Wir sehen die Freude über dieses Tor. Auf einmal funktioniert das per Einwurf. Boah, was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Ja, für die Keeper war das natürlich nicht zu halten und Kubilanski macht sein Tor. Ich weiß gar nicht, wie viel der jetzt mittlerweile auch schon hat. Gucken wir mal kurz ihm drauf. Drittes Saisontor, okay. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ja, auf jeden Fall führen wir diesem wichtigen Duell. Jetzt einen Angriff einleiten. Diesem Verfolgerduell. Den Ball klar. Will er nicht hergeben. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Mustafi, jetzt mal ein bisschen. Amate. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ja, das war. Ja, da waren sie zu wenig aus dem Konterschuss. Das war ein bisschen zu offensichtlich hier. Das will er jetzt alleine machen. 2-0. Nachgesetzt 2-0. Lex Bochumer trifft. Zum 12. Mal in dieser Saison. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der klar, Ballverlust des Defensivs Außenverteidigers und dann ist das Ding drin. Ganz entspannte Minen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung
Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Na, aber noch nicht. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Die Nummer 9, Simon Terodde. Beide wollen natürlich diesen Ball. Also, klar. Amate. Habt ihr? Hat er gesehen, dass er der. Dass der Terodde da reinfällt. Sogar den Dreifachschlag hinterher. 44. Und wieder war es ein Ball von der Bochumer. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Und Terodde da vorne drin ist halt einfach einer, der weiß, wo die Tore stehen. Versenkt das Ding eiskalt. Tor Nummer 13. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Schipser. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. So. Ob diese Partie wirklich nochmal spannend wird. Für den Moment steht es hier 3:0. Zu früh zu loben kann immer auch schon mal nach hinten losgehen, aber was sie heute zeigen, ist schon klasse. Zumindest Halbzeit 1 war hier eine klare Nummer und der Vorsprung ist natürlich beruhigend. Das war der Anstoß. Spiel läuft. So, gehen wir rein in Halbzeit 2. Die anderen Spielstände haben wir gerade kurz gesehen. So, dann wechsle ich eben auch mal bei mir ein bisschen durch, weil ich muss ja auch mal ein bisschen zwischendurch mal rotieren. Deswegen, ich hack jetzt für Kobylanski rein, das ist einfach nur jetzt eine Schonung. Die Schalker sind bisher gut drauf. Sie liegen hier auch vorne. Jetzt geht es mit der zweiten Hälfte weiter. Terodde. Terodde. Ja, das gibt Freistoß. Freistoß Schalke. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Wenn ich ganz genauso wollte. Mustafi. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Da hat der Platz. Jetzt die Mustafi versucht es nochmal. Vielleicht geht da noch was. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der stehen bleibt. Ja. Danilo Soares. Ja, ich denke, wir haben unsere Aufgabe soweit erstmal gelöst. Aber wie gesagt, das kann alles noch passieren. Lass mal die Bochumer einfach. Lass mal den Bochumer ein Tor machen. Vielleicht hat sie jetzt die Riesenchance. Das muss es sein. Und sie verkürzen nochmal. Das war mein Fehler hinten. In der Innenverteidigung. Macht er das, schnappt sich den Ball. Robert Tischer, 1:3 nur noch. Da habe ich ihm aber schön hinten die Lücke aufgemacht, indem ich den Verteidiger da falsch rausgezogen habe. Scheiße. Unnötig. Absolute Marke, unnötig, das Gegentor. Aber gut. Ja, Vairo, die Rosun. Die Rosun, der jetzt mit. Das hätte gefährlich werden. Ja, hat er gut aufgepasst, der Verteidiger da. Zolla. Tischer, der Torschütze. Schul. Bonga. Gut gelöst. Das war kein Fehler des Verteidigers. Ist mal das gerochen. Krüger. Sieht vielversprechend aus. Ja, er hat den Ball. So oft alleine probiert und dann machst du so einen Fehler. Okay, passiert. Gipser. Fängt diesen Ball ab. Robin Hack und Reves hat einer. Natürlich eine richtig gute Gelegenheit, wenn du so frei durch bist, da musst du mehr rausmachen. Robert Tesche. Ah, ich muss jetzt mal ein bisschen was Ruhe reinkriegen in diese Mannschaft. Deswegen werde ich jetzt auch Terodde rausnehmen. Und dann Wula mal reinbringen, ein bisschen
Druck auf die Innenverteidigung, auf die Frischmittverteidiger bringen. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Ja. Da haben sie den Ball. Gut Hack. Gemacht. Und plötzlich unten die Bochumer nochmal, 71. Minute. Sie brauchen ein Tor, vielleicht können sie bei dieser Ecke verkürzen, die Fans sind... Ja, dann steht es im Verständnis nämlich nur noch 2:3. Die Ecke kommt rein. Kopfballchance, aber doch deutlich vergeben. Und das ist auch verdient der Abwehr. Ja, Mustafi. Sie sind zur Stille, machen die Räume eng und er trifft den Ball daneben nicht mehr perfekt. Hm. Ah! Wieder ein Fehler von Bochum. Also der, die hauen sich da die Dinger momentan selber rein. Das zweite Runde müssen sie selber. Sie kommen jetzt über außen. 76. Minute. Also etwas mehr als eine Viertelstunde. Na, Pusche Lapp kommt überhaupt nicht in den Zweikampf rein. Und Tor für Bochum. 2:3. Es fehlt nur noch ein Tor. Das könnte ein ganz wichtiger Treffer gewesen sein. Scheiße, Mann. Ja, wieder ein Fehler da oben gemacht. Ein exzellenter Kopfball. Und Kolasinac kommt überhaupt nicht in den Zweikampf. So und Tesche, Doppelschlag. 3:2 also. Da ist alles drin. Ja, ich stand mal 3:0. Ist hier immer noch am Ball. Wieder ein Ballverlust. Also wir müssen jetzt echt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in das nächste Gegentor kassieren, sondern ja dann irgendwann zumachen das Spiel. Ich krieg dir nicht da rein. Jetzt haben wir. Nee, Gabula kriege ich nicht in Zweikampf. Ich hätte vielleicht sogar noch ein bisschen gehen müssen. Vassilios Lambropoulos. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ja, das ist auf einmal. War doch nichts, ey. Mustafi, ja, 87. Minute. Das steht halt nur noch 2:3. Ne? Sehe ich ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Große Entfernung bei diesem Fall. Oh, nee, das war kein guter Freistoß. Naja, aber auch kein Wunder bei der Distanz. 3 Minuten sind es noch. Ja, Krüger, jetzt mal noch ein bisschen Druck. Vielleicht jetzt irgendwie mal den Feierabend einläuten hier. Und dann ist es das 2:4. Robin Hack, Feierabend. Zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Vier zu zwei steht es damit. Hier ist Tor, einiges los. Die Nummer 17. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. So. Ballverlust. Und dann ist endgültig zu. 4, 2, 3 Punkte gehen auf unser Konto. Auch wenn es durchaus einfach war, nicht einfach war. Das ist unglaublich wichtig. Es ist und bleibt eine besondere Was ein Spiel. So. Ja, 5 Torschüsse haben wir gehabt. Nein, man spielt viel noch nicht los. Aber zumindest haben wir Bochum ein bisschen weggehalten jetzt von uns. Das ist erstmal das Allerwichtigste.
So, hast du den Wechsel durchgezogen? Gut, wechselt erst im Winter wieder, wechselt im Winter in die Türkei. Gut, und damit sind wir Tabellenführer, weil Union tatsächlich ebenfalls gepatzt hat. Dann haben die echt unentschieden gespielt, das letzte Spiel, oder was? Gegen Sandhausen, 2-2. So, wir haben dann als nächsten Gegner jetzt Würzburg zu Hause. Gucken, wie die Tabelle aussieht gegen den Tabellen 17. Boah, ich hatte Regensburg 18, 7 Spiele, 0 Punkte. Ich stehe momentan echt auf dem Abstiegsplatz. Ja, wir sind momentan Tabellenführer, das ist immer ganz, ganz wichtig. Sind jetzt ein bisschen weggeeilt von den, vom Tabellendritten. Und wie gesagt, das nächste Spiel ist dann der Tabellen 17. aus Würzburg. Und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an.